Und dann standen die ganzen deutschen Kinder vor uns, Ausländer raus, Ausländer raus. Hab 3200, 3300 Mark mir ein Kilo White Widow geholt und war ein Kinder King damit. Boah, ich war 16. Wo jeder immer so eine schöne Story hat. 18. Geburtstag, Kopenhagen, Knast. Ich möchte ganz viel Geld verdienen, damit meine Brüder nicht auch in Altkleidersammlungen rumkramen müssen. Ein Tag davor, vor Schwätzer, waren meine letzten Kunden. Ich so, mein Gott, ich hab 30.000. Und die Jungs meinten, was, das sind 300.000. Ich so, was? Ich bin nicht in Amerika Lil' Kim geworden, sondern in Deutschland Schwester Eva. Ich werde ein Star, fix sie alle. Hallo bei epop.de, Schwester Eva ist zu Gast. Und heute möchten wir über dein Leben sprechen und die große Biografie machen. Gerne doch. Ja, um dein Leben geht es ja ziemlich oft in Interviews, aber ich dachte mir, wir machen das mal noch etwas ausführlicher und begrenzen es nicht nur auf die 10, 11 Jahre, in denen du im horizontalen Gewerbe tätig warst. Mhm. Waren es 10, 11 Jahre? Ja. Hast du mal so gesagt. Okay, ich wollte mit dir ganz am Anfang anfangen, sprich mit Geburt. Du bist in Polen geboren? In Polen, in Koszalin geboren, an der Ostsee. Dann war ich 2,5 Jahre ungefähr, 2,5 Jahre in Polen. Eigentlich beide Elternteile von dir polnisch? Genau, Mama und Papa. Okay, und 2,5 Jahre warst du da und dann bist du irgendwann in Kiel aufgewachsen. Das war dann die nächste Station, oder was? Also an da genau, die Mutter Polen. Ist mit mir nach Kiel gefahren, ja, um ein neues, besseres Leben zu starten. Wobei das auch schon irgendwie eine krasse Geschichte, glaube ich, war, warum ihr da überhaupt in Polen wart, oder? Ich habe da irgendwas gelesen Polen, von... Ja, weil wir Polen sind. Was soll denn das? Sollte man meinen. Aber ich habe was gelesen in der Juice von wegen, deine Mutter hätte sich mit dir quasi versteckt irgendwo in Polen, als du noch ein Baby warst. Genau, ja. Mein Vater ist damals in den Knast gekommen und gibt es viele Storys über den einfach. Und damit die Leute sich nicht rächen an meiner Mutter und mir, hat sie mich und sich versteckt. Und nach 2,5 Jahren hat sie dann irgendwie geschafft, dann nach Deutschland zu kommen. Okay, aber das, was dein Vater gemacht hat, war auch in Polen. Also ihr wart nicht schon vorher, die Familie war nicht schon vorher in Deutschland, sondern das war halt in Polen. Wir waren alle in Polen, genau. Dann sind wir nach Kiel und haben in Kiel von einem Frauenhaus zum anderen, von einem Asylantenheim zum nächsten gewohnt. Dann sind wir dort in so einer Asi-Gegend, Mettenhof heißt das. Erstmal Garden, dann Mettenhof, das sind zwei Asi-Gegenden. In Kiel haben wir dort gelebt, richtig. Okay, eigentlich wollte deine Mutter in die USA mit dir. Deutschland war nur Zwischenstation. Und sie hatte eine Green Card und hat die aber dann wieder verloren. Und deshalb seid ihr da geblieben. In Berlin geklaut hat, erwischt wurde. Und dann hat man ihr das weggenommen. Wie kommt man an so eine Green Card? Da gibt es so eine Auslosung, ne? Oder hatte sie so berufliche Superqualifikationen? Da irgendwie Leute. Meine Mutter hat damals auch in Bars und Kneipen gearbeitet in Polen. Wir kommen ja vom Meer, von der Ostsee. Also. Und da waren ja viele, viele Schiffe mit Leuten von überall her. Sie hatte viele, viele Menschen kennengelernt und hatte da halt eine Connection. Aber ja, ich bin nicht in Amerika Lil' Kim geworden, sondern in Deutschland Schwester Eva. Ja, korrekt. Korrekt für Deutschland, schlecht für dich. Du hast mit 14 dann erst, wo wir jetzt schon dabei waren, mit 14 erst erfahren, was dein Vater gemacht hat? Ja, gibt es viele Storys darüber, was er getan hat. Meinst du so mit Storys? Habe ich auch schon 10 Mal erzählt. Deswegen lassen wir das mal so stehen einfach. Ich habe ihn nie gesehen. Und deswegen, der ist ein Pisser einfach. Ich habe auch keinen Bock, auf den weiter einzugehen. Merkst ja schon. Okay. Also mit 14 hast du es erfahren. Gut. Ihr wart in Polen, ihr seid nach Kiel gekommen, weil USA nicht geklappt haben. So, dann waren wir dabei stehen geblieben, dass du gesagt hast, Asylantenheim und Frauenhaus, da hast du deine Jugend dann verbracht. Erstmal, wie lange war denn das, bis ihr dann irgendwo in dieser Assi-Gegend, wie du meintest, gelandet seid? 4, 5, 6 Jahre ungefähr. Also so, dass man sich so halb dran erinnern kann, aber auch nicht so richtig mäßig? Wir waren lange, lange Zeit im Frauenhaus. Also im Asylantenheim waren wir auch lange, bis wir einen Platz im Frauenhaus bekommen haben. War auch schon heftig, also war lange Zeit. Im Frauenhaus waren wir dann in Kiel mit einer Türkin, die einzigsten Ausländer.
Meine Mutter Polin, sie hat fast kaum Deutsch gesprochen. Mit aller Türkin wurden wir dann in ein Zimmer gesteckt. Alle hatten ihre eigenen Zimmer und immer so viele Vorteile. Ja, wir waren die Ausländer, die einzigen dort. Jetzt ist es andersrum, im Frauenhaus sind nur Ausländer. Damals waren nur deutsche Frauen da. Also in Kiel damals war es nicht so ganz. Ich kann mich erinnern, wo ich jung war, meine Cousins haben mich besucht aus Polen. Die sind gekommen. Ich so, komm, ich zeig euch einen Jugendbauernhof. Und wir sind dahin. Ich so, da gibt es Tiere und wir können ein Baumhaus bauen und so. Und wir sind reingekommen, meine drei Cousins, keiner konnte da Deutsch. Ich war so gerade dabei. Und dann standen die ganzen deutschen Kinder vor uns, Ausländer raus, Ausländer raus. Meine Cousins, so, was sagen die? Ich so, nix, nix. Ist schon in Ordnung. Sind wir wieder abgezogen. In Kiel damals war das nicht so mit so vielen Ausländern. Es kam erst dann die Jahre. Da war immer so ein Nazi-Aufmarsch und immer. Korrekt. Schön in Deutschland dann. Also Landenheim, Frauenhaus und Nazis um einen drumherum. Und also Landenheim und Frauenhaus war dann so scheiße, wie man es sich vorstellt, oder hast du daran auch gute Erinnerungen an irgendwie? Nee, gar nicht. Ja, ich war immer die, die nicht mitspielen durfte. Ich bin voll aufs Heulen zu meiner Mutter hoch ins Zimmer. Ich so, ich kann wieder nicht fangen mitspielen und so. Wenn die abends, gab es immer einen Tag in der Woche, wo die Kinder abends länger aufbleiben durften und dann so Broschen gebastelt haben, durfte ich nicht mitmachen. Und ich wurde ausgegrenzt, weil wir halt auch die Einzigen dort waren, ne? Warst du mit deiner Mutter da alleine die ganze Zeit? Du hast auch noch Brüder, oder? Ja, die kam ja erst später. Ich war mit meiner Mutter erstmal alleine. War natürlich schwere Zeit. Wir sind täglich nach Aldi gelaufen und haben Käse und Wurst geklaut. Fruchtzwerge hat meine Mutter mir geklaut. Dann haben wir da so einen Zettel rangehangen, privat, ne? Weil wir hatten ja einen Gemeinschaftskühlschrank. Nicht, dass die Privat. noch einer klaut. Ja, aber das war egal. Jeder, der privat drauf geschrieben hat, es war privat, aber wenn wir was hatten, die Kinder liefen dann, ich habe Fruchtzwerge. Ich so, Mama, das sind doch meine. Die hast du mir doch geklaut. War scheiße. Normal, meine Mutter ist kleiner als ich, die hat mir immer so Räuberleiter gemacht. Haben wir immer aus Altkleidersammlungen viele Klamotten rausgeholt, damit wir was haben zum Anziehen. Warme Wintersachen und so, von Flohmarkt zu Flohmarkt, von Sperrmüll zu Sperrmüll, von Pfandflaschen, dann kam irgendwann Pfandflaschen. Das war ja damals noch nicht. Es kam ja später, diese Pfandflaschen. Wow, Jackpot. War ich mit meiner Mutter auf Pfandflaschen-Tour. Irgendwann kam dann ja Günther Müller. Meine Mutter hat geheiratet, damit wir in Deutschland bleiben können. Dann hat das also, dann hatte die Ausländerbehörde gesagt, da war ich 12, ich muss wieder zurück nach Polen. Da hat meine Mutter gekämpft, dass ich in Deutschland bleiben darf, weil meine Mutter durfte bleiben, weil sie hat geheiratet und war schwanger. Denn so mag meine Brüder, aber ich musste zurück nach Polen. Ja, in Ausländerbehörde halt Ist damals. das so, stand ich so? Ich dachte, wenn die Mutter Also heiratet, damals war das so gewesen. Alle 3 Monate haben wir es geschafft, alle 3 Monate das Stempel, alle 3 Monate zum Amt und immer wieder gekämpft, dass ich nochmal einen 3 Monats-Stempel bekomme. Das ging ganz lange Zeit, bis vor 10 Jahren. Bis vor 6, 7 Jahren ging das noch mit meinem Stempel. Und ja. gab es irgendwo dazwischen auch sowas wie korrektere Kindheitserinnerungen, wie irgendwie, was weiß ich, irgendwas Tolles spielen oder sonst was machen? Oder ist eigentlich so fast alles, woran du dich erinnerst, gucken, wie man an irgendwas drankommt, was man verkaufen kann oder wie man sich halt irgendwas klar macht und sonst was? Ja, also so bin ich mit meiner Mutter jeden Tag rumgelaufen und hat alles zusammen geklaut. Das war halt ganz normal für mich. Ich wurde aus dem ersten Kindergarten rausgeschmissen, aus dem zweiten Kindergarten rausgeschmissen, weil die Deutschen mich geärgert haben. Ich bin eine Kuh, ich fresse Gras. Das war Schnittlauch. Ich habe Schnittlauch geliebt. Ich wusste immer Schnittlauch, mein Brot. Die haben mich fertig gemacht deswegen. Und meine Mutter hat mich, seitdem ich denken kann, geschlagen. Das habe ich auch dann so weitergegeben. Sobald es hieß, nee, die frisst Gras, bin ich direkt durchgedreht. Ja, meine Kindheit so halt. Irgendwann von diesem Frauenhaus in Aserland, wir haben dann eine Wohnung bekommen in einer Asi-Siedlung, wo Ausländer waren, Türken, Polen, Russen, Albaner, Afghaner, bei uns ganz viele.
in Kiel in Gaden. Oh, das war super. Da ich alles Schwarzköpfe, keiner konnte richtig Deutsch. Das war genauso, keine Deutschen. Also das habe ich mich richtig gefreut, so mal Freunde auf einmal. Das war schön. Vorher hast du auch immer das Gefühl gehabt, dass du auch gerade deshalb, weil du halt Polin bist, immer Ja, Polen das mit haben die ja eingeteilt hast. auch so gesagt. Immer diese Polacken. Ich weiß noch, ich hatte ganz starke Bauchschmerzen. Ich bin mit meiner Mutter zum Arzt gegangen. Ich konnte noch nicht über diesen Tresen gucken. Und meine Mutter hat versucht, der Ärztin zu erklären, was ich habe, konnte es nur nicht. Und die Ärztin durchgedreht ist: Mann, spreche ich Spanisch oder was? Ich weiß noch ganz genau, ich war so klein. Und ich konnte meine Mutter nicht. Ich war immer noch klein. Aber meine Mutter wurde fertig gemacht, einfach weil. Ja, das war scheiße. Dann kamen wir in die Ausländersiedlung. Und das war super. Ich habe da meine ganzen Freunde kennengelernt, mit denen bin ich noch heute befreundet. Wir waren dann auf der Realschule. Die waren alle auf der Haupt, ich war auf der Real. Und dann habe ich extra scheiß Zeugnis gemacht, extra alles scheiße gemacht, weil ich wollte zu denen wieder auf die Hauptschule. Bin dann runtergegangen, also bin dann, hab's geschafft Welche mit dem Klasse war das? Zeugnis. Aber weiß ich nicht. Ungefähr, ist so eher so fünfte oder so zehnte mäßig Nee, kurz vor Ende. sechste oder sowas. Ungefähr. Sechste, siebte, was weiß ich. Keine Ahnung, fünfte, sechste, siebte, Ja, weiß ich nicht. eigentlich warst du gut und warst auf der Realschule und hättest das auch auf die Kette gekriegt, aber hattest halt keinen Bock auf die Leute da, wolltest du deinen Freunden und hast extra verkackt. Ja, ich habe 6,5 und 2,6 gehabt im Zeugnis. Dann wusste ich, scheiße, okay, das war zu hart. Ich wollte ja nur ein bisschen, ne? Dann wusste ich, okay, das ist heftig. Habe ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen am Zeugnistag. Ich habe Bauchschmerzen, dann haben die mir gesagt beim Arzt, rechts, links, ich so, rechts. Okay, der Blinddarm muss raus. Ich so, oh, ihr Wichser. Heftig. Das stimmt doch gar nicht, mir geht's gut, ey. Aber ich habe mir gedacht, nee, okay, die Schläge, die ich von meiner Mutter bekommen. Dann lieber geh mal ins Krankenhaus. Aber du hast dir nicht den Blinddarm rausnehmen lassen und Mein Blinddarm wurde rausgenommen. der wurde rausgenommen, Ja, obwohl du der nichts hatte. hattest. Ne, ich hatte nichts, mein Blinddarm wurde Du hast dann rausgenommen. nicht irgendwann mal gesagt, ey, war nur Spaß, Nein, lass nein, den. ich hatte zu viel Angst vor meiner Mutter vor den Schlägen. Der Blinddarm wurde mir rausgenommen. Das ist eine Schweinerei eigentlich, weil wie können die mir einfach einen gesunden, kleinen, dummen Mädchen so den Blinddarm rausholen, weil sie sagt, mir tut's da weh? Ja, gut, wahrscheinlich, ne, Blinddarmbruch und so ist ja ein bisschen gefährlich. Wahrscheinlich haben sie einfach nur dann sich gedacht, komm, holen wir raus. Auf jeden Fall wollten die, glaube ich, nur Geld machen. Was kostet eine Operation? Ne? Ist Schweinerei. Auf jeden Fall, nach der OP, meine Mutter hat mein Zeugnis ja dann gesehen. Und die haben gesagt, wir haben extra nur so einen kleinen Bikini-Schnitt gemacht. Der war vollkommen in Ordnung, da war gar nichts, da war nicht entzündet. Meine Mutter so, ja, der war nicht entzündet. Okay, sie kam mit so einem Stapel Bücher, noch dieses große Erdkundebuch und so, und hat es mir genau auf meinen Bauch geschmissen, wo ich dann noch so lag. Ich wollte gar nicht nach Hause. Ich habe die ganze Zeit gesagt, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Mir ging es wunderbar dort. Hatte mir das alles auf meinen Bauch geschmissen. Ist meine Naht noch ein bisschen gerissen. Sie so, was? Wie konntest du dich hier. Ja, ihre Schuld, ne? Die weiß ja gar nicht, so wie die mich da jeden Tag zusammengeschlagen hat, wegen egal was. Ey, ich hab. Meine Mutter, guck mal, ich war klein, ne? Man bringt ja Kindern sowas bei. Blumen gießen. Meine Mutter wäscht meine Haare und föhnt die und danach besprüht die Blumen mit so einem, na, die Blätter und sagt, ich gehe ganz kurz einkaufen, ich komme gleich. Ich so, okay, Mama. Sie geht weg, ich nehme Föhn, ich föhne die Blumen, so wie meine Haare. Ne? Hab gedacht, so nass, trocken, die ganzen Blätter werden braun. Ich so, Meine Mutter kommt nach Hause und haut mir komplett an die Fresse, so 20, 30 Minuten lang. So, das war ja ein bisschen falsch. Ne? Man soll vielleicht dem Kind mal erklären, du, das macht man nicht. Anstatt, also ich habe nur mit Schlägen gelernt, mein ganzes Leben. Okay, was ist denn jetzt auch nicht die ganze Situation auch nicht noch unbedingt einfacher macht? Hast du dich denn sonst mit deiner Mutter auch mal gut verstanden oder? Ich liebe sie. Und für mich war das normal. Ich habe mich mit ihr immer gut verstanden. Das war für mich ganz normal. Man macht einen Fehler, man kriegt in die Fresse. So hat meine Mutter das auch gelernt. Also ich bin ihr überhaupt nicht böse. Deswegen, und ich liebe sie über alles. Ich habe ein Top-Verhältnis zu meiner Mutter. Alles ist gut. War halt ihre Methode. Das war so einfach. Bei uns in Polen ist es ist blöd, ein bisschen zu sagen, aber das ist fast normal. Also jeder kriegt einfach in die Fresse. Wir hatten so ein Geweih im Flur. Über den einen hing ein Kabel, über dem anderen ein Ledergürtel. Je nachdem, was für Scheiße ich gebaut habe, kam entweder der Kabel, der Ledergürtel oder auf dem Balkon war der Bambusstock.
von meinen Fifi und Miki, von meinen zwei Wellensittichen. War der Bambusstock noch. Ich wusste wieder, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Bevor meine Mutter kam, habe ich die Sachen von Günther Müller angezogen und darunter mir Handtücher gewickelt um meine Beine, um meinen Bauch, um meine Arme. Ich wusste, meine Mutter kommt. Die kann mir gar nichts. Ich bin gesichert mit Handtücher. Wenn die mich schlägt, tut nicht mehr so viel weh. So, das Ding, da muss ich improvisieren halt, ne? Wie ging es denn dann mit Schule auf der Hauptschule weiter? Du bist ja dann runter auf von der Hauptschule, habe einen super Abschluss gehabt. Mach das auch, sorry. Ich habe den bestes Zeugnis gehabt. Alles war gut, meine Freunde waren da und dann war alles super. Wie warst du so drauf? Warst du so ähnlich wie heute? Kann man sich das so vorstellen oder warst du ein ganz anderer Mensch irgendwie? Nee, dadurch, dass ich halt so aggressiv schon war, war ich Klassensprecherin natürlich. Die mussten mich wählen. Streitschlichterin, weil Wochenende und so. Wir haben so krasse Ausflüge gemacht dann. Deswegen, also, ja, die Kinder hatten so schon Respekt, weil ich aber auch krank im Kopf war. Das hat mir natürlich viele Vorteile gebracht. So, ich war immer mit den Jungs, immer als einziges Mädel, immer mit sich Jungs unterwegs. Und ja. Dementsprechend waren deine Hobbys dann wahrscheinlich jetzt auch nicht, was weiß ich, Handball im Verein spielen oder sonst was, sondern eher relativ früh. 6 Jahre mit den Jungs, 6 Jahre Fußball gespielt, Mittelfeld. Irgendwann haben die Wichser mich zurück Abwehr gemacht. Aber ja, wir sind natürlich, das waren alles, wie gesagt, Türke, ein Ghanese, ein Pole. Wir waren jeden Tag unterwegs in der Stadt, haben die ganze Zeit geklaut, nicht mehr so wie damals, Käsewurst mit meiner Mutter, um einfach zu überleben, sondern Kameras, wir waren jeden Tag bei An- und Verkauf. Der Hurensohn hat uns immer nur 10% gegeben von dem, was das Teil eigentlich kostet. Wir haben alles geklaut, Kameras, Teleskop, ach, wir haben alles, was einfach nicht im Karstadt und Kauf und überall, und haben das die ganze Zeit an- und Verkauf verkauft und haben so jeden Tag unser Geld halt reingekriegt. Ob die Jungs, die konnten gut Autos knacken, wir sind zu Hause eingebrochen. Ja, das lief aber. Wir wurden oft erwischt, aber dann ist immer eine Mutter gekommen. Meine Mutter hat mich direkt vor den Leuten immer direkt verdroschen, aber so dann am nächsten Tag ging es weiter. Es ist schwer dann normal zu werden, wenn man das so von klein auf an ja so beigebracht kriegt. Das war jetzt nicht mein Traum, so zu handeln. Wenn ihr auch schon quasi, als du noch ein kleines Kind warst, klauen musstest, dann ist ja auch noch, also selbst Leute, die es nicht nötig haben, klauen vielleicht mit 15 oder sonst was, so, weißt du? Aber wenn du von Anfang an das so auch mitgekriegt hast, dass ihr alleine schon klauen musstet, um überhaupt was zu fressen zu haben, denkst du dir ja nicht so, ey, kann ich nicht bringen. Ja. Der arme Karstadt hat dann 2 CDs weniger, dann klaust du halt alles, was du kriegen kannst und vertickst es halt. Irgendwann war das auch so nicht mehr ja, klauen, weil jetzt das will ich verkaufen, irgendwann war das wirklich. Ich hatte sogar ein paar Therapiestunden Kleptomanie, weil ich einfach in einen Laden reingegangen bin und einfach für einen Hasen irgendein was geklaut habe. Dabei habe ich gar keinen Hasen gehabt. Einfach nur, das war da gerade gut zum Klauen und dann habe ich es einfach geklaut. Aber ich habe gar keinen Hasen gehabt. Und dann hat man mich in so eine Therapie gesteckt, weil das war schon Kleptomanie. Aber so sonst so super krass ernsthafte Konsequenzen hast du davon nicht gehabt? Also was weiß ich, irgendwie Jugendarrest oder irgendwann Knast oder sonst was? An meinem 18. Geburtstag bin ich in Kopenhagen Knast gekommen. An meinem 18. Geburtstag. Mein 18. Geburtstag, wo jeder immer so eine schöne Story hat. 18. Geburtstag, Kopenhagen, Knast. Ich weiß noch ganz genau, der Innenhof ist rund und ich habe das Bett und alles da rangeschoben. Da oben war ein Fenster und ich gucke raus und genau in diesem Moment war so ein Typ, das waren Männer und Frauen zusammen, war so ein Typ mit so einem Bart und ich war 18, ich so, nein, scheiße, wie lange werde ich jetzt hier sitzen? Gott, er hat mich so angeguckt, das Männer und Frauen zusammen ist dort, mit seinem Bart mal aus seinem Fenster raus, ich so, scheiße, was habe ich getan? Wieso Kopenhagen? Wolltest du deinen Geburtstag da feiern? Nee, oder? Da waren 2 Mädels, die haben für mich gearbeitet, weil ich war ja noch nicht 18, ich wollte erst anschaffen gehen, wenn es legal ist. Die Mädels waren ein Jahr jünger als ich, das war mir egal, ich habe es ja nicht gemacht, ich wollte ja nur das Geld. Und die Mädels haben immer einen Kunden gemacht und ich war immer in so einer Kneipe drin und nach jedem Kunden haben die mir das Geld gebracht. Und ich hatte eine Waffe dabei, die ich von einem Albaner von der Reeperbahn damals, so eine verrostete Knarre mir geholt habe.
und ein Schlagring und ein CS-Gas und einfach alles. Ich habe gedacht, ich bin ein Gangster. Und wir waren zu dritt alleine einfach. Und mein Pass war abgelaufen, mein polnischer Pass. Und irgendwann hat so eine Zigeunerin das beobachtet, dass die Mädels sozusagen für mich arbeiten gehen. Und hat den Bullen gesagt, die sollen mal in die Kneipe reingehen und mich kontrollieren. Und haben die alles von mir gefunden. Haben die mich direkt mitgenommen. Meine zwei Mädels, die standen da noch. Eva, wir warten hier auf dich. Ich so, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ihr könnt nach Deutschland zurück. Ganz krasse Geschichte. Diese Zigeunerin, das war eine ältere Zigeunerin, die war 45 Jahre alt. Die hat die zwei Mädels mitgenommen, weil ich saß ja im Knast in Kopenhagen. Die hat die zwei Mädels mitgenommen nach Schweden, hat die Mädels in Schweden weiterarbeiten lassen. In Schweden wurde sie erwischt. Und weil das nicht das erste Mal war, ist sie in den Knast gekommen, hat 15 Jahre bekommen und hat sich nach 3 Wochen im Knast erhangen. Wir mussten dann vor Gericht, 4 Tage Gericht, das war ein Riesenskandal, wir mussten so Zeitungen vor Gesicht halten und so. Riesenskandal dort. Die hat sich erhängt, Hängt. helfen, Hängt. erhängt, ganz was anderes. Kurwa. Ja. Okay, also sie hat auch im Endeffekt dich nicht in den Knast gebracht, weil sie so ein guter Mensch ist. Und so, ich dachte, die armen Mädels, was macht die Ne, die denn mit wollte die denen? einfach von mir Ja, die hat wegnehmen. sich gedacht, Frau Clever, wenn Eingeschnappt. die weg ist, mache ich. Korrekt. Lief bei ihr dann aber auch scheiße. Ja. Ja. Okay. Und wie kamst du jetzt von Sachen bei Karstadt klauen auf Zuhälterei? Von Sachen auf Karstadt, bei Karstadt Clown kam ich erstmal darauf, in einer Bar zu arbeiten und dort und im Rotlichtmilieu. Unter dem Puff habe ich gearbeitet, ich war 16, habe da drin Gras verkauft. Ich habe ganz viel Geld gespart, ich war schon immer so sparsüchtig. Ich habe ganz viel Geld gespart und bin mit 16 Jahren zum ersten Mal nach Venlo gefahren. Ich habe eine Pitbull-Hose angehabt und Fila-Stiefel. Und KH-Pulli, eine Alpha, nee, Helly Hansen, das war gar keine Alpha-Jacke. Hab ich wohl was Falsches gesehen? Eine Helly Hansen-Jacke war das gewesen. Und bin mit 16 Jahren nach Venlo, habe für 3200, 3300 Mark mir 1 Kilo White Widow geholt und war in Kiel der King damit. Boah, ich war 16. Die Leute, die haben nachts Steine gegen meinen Bruders Fenster geschmissen, weil die unbedingt was haben wollten. In der Schule, ich war dann auch an der hauswirtschaftlich-sozialpädagogischen Schule, habe ich meinen Realschulabschluss nachgemacht. Die Leute haben da im Minutentakt einfach die Tür in der Klasse aufgemacht. Eva, ein Fünfer. Ja, Moment. In der Bar habe ich weiter dran gedealt. Das lief super, aber ich wurde irgendwann mit kleinen Kram, aber mal erwischt, erwischt und ich wusste, das Rotlichtding, das ist einfach legal. Und das war mir klar, wenn ich 18 bin, dann mache ich so viel Geld und legal, ohne dass man die ganze Zeit Angst hat, dass man gefickt wird. Okay, krass. Also das erste Mal, dass du Prostitution irgendwie interessant fandst, wobei du da auch nicht, du hast auch schon drüber nachgedacht, selber anschaffen zu gehen. Du dachtest dir Das war nur, ich warte, mein bis ich Freund und 18 Kollege. bin. Ja, ich wollte nur warten, bis ich 18 bin, weil es dann ab 18 legal ist in Deutschland. Krass. Okay, ist auch ein interessanter Aspekt zu der Frage, so ob das legal sein sollte oder nicht, dass man dadurch darauf kommt, weil man damit mindestens genauso viel Geld wie mit Verticken machen kann, aber es ja auch noch Mehr legal Geld ist. verdient als mit Verticken. Okay. Krass. Und Oh mein Bauch, hört ihr das? du hast seit dem Früh, du hast nicht gefrühstückt heute, ne? Den ganzen Nein. Tag nichts gegessen. Und Okay, wir wir müssen haben reinhauen. Ja, 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 12. ja. Du hast halt ein, ja, ein Leben mit einer Menge Geschichten, aber geben wir Gas. Kommt man ja jetzt nicht an der Frage dran vorbei, so, okay, das mit dem Geld verstehe ich und so weiter, ne? Auch, dass man dafür nicht so leicht in den Knast kommt, denkt man dann zumindest erstmal, weil durch Zuhälterei hattest du dann ja doch das Problem. Aber ist ja trotzdem jetzt auch nochmal irgendwie krasser, Nutte zu werden, als Gras zu verkaufen. Das hat aber jetzt nicht irgendwie dir große Gedanken Nee, wir gemacht. sind in so einer materialistischen Welt, so mir war das scheißegal. Ich habe die ganzen Nutten gesehen, den ganzen Zuhälter. Das war D-Mark-Zeit. Ich bin mit 16 Jahren jeden Tag mit 200, 300, 400 Mark Trinkgeld, obwohl ich nur Barfrau war, Kellnerin-mäßig war, bin ich mit so viel Geld nach Hause gegangen. Die Mädels kamen mit hier Rolex, mit Pelz, mit Ferraris vor der Tür. Und für mich war das klar, mir ist das scheißegal um jeden Preis. Ich möchte ganz viel Geld verdienen, damit meine Brüder nicht auch in Altkleidersammlungen rumkramen müssen und
Aber nicht, weil du dir gedacht hast, ach, der Job ist bestimmt doch auch irgendwie cool oder nicht so ja, schlimm oder sonst was, sondern du hast dir gedacht, mir ist egal, wie scheiße der Job ist. Aber das war mir egal, das war mir vollkommen egal, dass um jeden Preis einfach an Geld rankommen. Okay, und jetzt hattest du zum Beispiel in Kopenhagen da Stress wegen Zuhälterei und sonst was, hast das ja gemacht, bevor du 18 warst? Prostitution hieß das. Okay, also nach der, das wolltest du ja nur machen, bis du 18 bist. Und sobald du 18 warst, bist du dann zum nächsten Puff, hast geklopft und gesagt, yo, wie sieht's mit Job aus oder was? Genau. Quasi dann, nachdem du aus Kopenhagen zurück warst, wo du deinen Geburtstag im Knast gefeiert hast. Wo ich zurückgekommen bin, habe ich vielleicht ein, zwei Wochen noch gechillt in Kiel. Da habe ich einen Freund gehabt damals und der hat das auch schon mitgekriegt und so. Und viele haben das schon mitgekriegt, dass ich im Rotlicht und so, da habe ich mich noch geschämt. Ich arbeite im Solarium, ich verticke weiter Gras, weil jeder hat es mir geglaubt mit dem Gras, weil ich ja vertickt habe in Kiel. Und da habe ich noch am Anfang immer noch diese Leier gemacht. Naja, ich verticke immer noch. 2 Jahre vielleicht habe ich diese Show gemacht. Irgendwann war ich schon so eine abgewichste Hure. Da war mir scheißegal, was die Leute über mich denken. Ich wollte es nur nicht in Kiel machen, weil meine Brüder dort aufwachsen. Ich wollte nicht, dass die Leute mit Finger auf die zeigen. Im Endeffekt, Jacke wie Hose, hätte ich auch dort arbeiten können. Ich habe mich eh geoutet jetzt. Aber ja. Dann bist du halt deshalb irgendwann aus Kiel weggegangen. Genau, deswegen bin ich weggegangen. Wo ging es dann hin? Bonn, Köln. Dort habe ich ja auch dann direkt den Chata kennengelernt. Und ja. Da sind wir schon fast, aber noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen. Wie alt warst du, als du aus Kiel abgekommen bist? 18. Immer noch 18, mhm. Okay. Du hast in Kiel da so gar nicht gearbeitet, sondern bist direkt weg. Nee, also nur in der Bar. Okay. Jetzt hat dich ja von diesem Business das nicht abgeschreckt, dass du in Kopenhagen im Knast gelandet bist. Und auch als du damit angefangen hast, hast du dir nicht nach einer Woche gedacht, ganz falsche Idee gewesen, ist ja ekelhaft, mache ich nicht. Nee, das war ekelhaft, sehr. Der erste war so ein Chines, so ein Fetter, wo seine Schamhaare länger als sein Schwanz waren. War ekelhaft, Digga. Aber, nee. Nee, ich meine, ich habe auch immer mit Kondom geblasen. Ich habe dann nie so Dings gemacht. Also auch das ist ekelhaft, auch wenn man mit Gummi bläst. Aber, nee, war mir scheißegal. Du, ich habe 3.000, 4.000 Mark auf einmal am Tag gehabt. Was ist los? Nee, das kann man sich. Ganz andere Welt habe ich gelebt dann auf einmal. Hast du eigentlich dieses Sparen weiter durchgezogen? Du hast gesagt, du hast auch immer gespart in dem Job. Ja, ganz am Anfang habe ich nicht gespart. Ganz am Anfang habe ich eben crazy rausgegangen. Mit 18 Jahren habe ich mir einen BMW geholt, bin nach Kiel. Ich so, Leute, was läuft? Und so alle so, boah, Ever, komm mit einem BMW an und so. Ich war der King. Ich bin egal, wo ich hingehe. Ich habe nur 500 in der Tasche gehabt, egal wo. Was kostet die Welt? Was willst du? Was willst du? Ah, was? Ja, okay. Hier da auch nochmal nicht ein Getränk für den Tisch Nummer 7, sondern stell dir auch mal 2 Flaschen hin. Ich habe wie ein König. Das war auch das, weil man nie etwas hatte und dann ist man zu so einem Showmaker geworden und wollte einfach zeigen, wie gut es einem jetzt geht. Und die ganzen Leute, die einen doch immer so zig Jahre da gehänselt haben oder so, und dann hast du denen gezeigt, guck. Wer hat jetzt was? Na und, ich gehe arbeiten und ich habe was davon. Aber irgendwann hast du aufgehört, nur dein Geld rauszuwerfen, sondern hast dann auch wieder angefangen zu sparen, oder was? Ja. Okay, weil man denkt ja auch, dass... Das war ich nicht, ne. Gibt es viele, die sparen? Oder ist das eher so? Ich meine, das Geld kommt ja immer wieder. Das ist leider selten. Ich habe viele, viele meine Kolleginnen und so. Denen geht es super, denen geht es super, klamottenmäßig oder Auto oder Wohnung oder irgendwas, aber... das ist auch nur das, was sie dann haben. Und sparen. Weil man halt denkt, das Geld hört nicht auf. Schwer, du hast jeden Tag so viel Geld in der Tasche und denkst dir, morgen kommt das wieder rein. Außerdem willst du auch wissen, wofür du die Scheiße machst, ne? Zum Beispiel für whatever. Für eine Nase Koks, eine Prada-Tasche und einen neuen Porsche oder was auch immer halt, ne? Wie oft hast du in den 10, 11 Jahren darüber nachgedacht, aufzuhören? Überhaupt mal? Nee, kein Gedanke damit verschwendet. Ich habe mal getanzt ein Jahr, also aufgehört zu ficken, sondern nur Table Dance, auch Striptease mit dieser auch rotlich Milieu. Aber eigentlich auch mit diesem Aspekt, weil ich einfach mal, weil ich das sehr ästhetisch finde, die Frauen an der Stange tanzen. Und ich es einfach lernen wollte auch. Aber ich habe noch nie einen Gedanken verschwendet, aufzuhören. Das ging mir
materialistisch und geldtechnisch zu gut. Ja, bis der Katar dann angefangen hat zu nerven, so, oh, du bist bald 30 und so, willst du nicht mal langsam? Aber er war bestimmt nicht der Erste, der versucht hat, dich da zu therapieren und dir zu sagen, ey, lass das doch. Und bei denen vorher hat Mein es dich ganzen nicht gut. Freundeskreis, die ganzen Mädels, die haben selber alle gearbeitet. Da sagt mir keiner, hör du auf. Hatta ist ein guter Freund von mir seit langem und er war schon immer dagegen. Mein Freund hat mir auch manchmal gesagt, hey, willst du nicht eine Boutique oder irgendwas aufmachen oder irgendwas? Ja, vor allem, weil der Startkapital durchaus am Start ist, Ja, um irgendeinen Laden aber zu machen. das wollte ich nicht. Ich wollte, solange ich noch gut aussehe und die Leute auch noch Bock haben zu investieren und solange man die Leute so gut abzocken kann und so viel Geld machen kann durch die Schwänze, wollte ich das auch weiterhin durchziehen. Ja, dann hat er mich auf jeden Fall angefangen zu mobben, du bist bald 30 und so. Irgendeinen Tag war ich voll auf bekifft zu Hause und er hat mit mir telefoniert oder Brief geschrieben vom Knast, war das. Und da habe ich mir voll die Debris geschoben. Ich so, oh mein Gott, ich bin bald 30. Wie lange will ich das noch machen? Scheiße, er hat recht und so. Da habe ich mir gedacht, ach komm, du machst einen Videoclip. Du kriegst vielleicht mehr Kunden dadurch. Das war so mein Ding. Egal, wenn es nicht klappt, auf jeden Fall hast du ein paar Kunden. Ein paar sehen dich, wenn er das so teilt und so auf seinen Seiten. Ein paar Kunden kommen ins Rote Haus. Ich mache noch mehr Geld. Dass das jetzt so ausgeartet ist, dass das niemals hätte ich. Das ging dann aber auch schnell, oder? Das Video ist dann gut abgegangen. Du hast die ganzen YouTube-Klicks gesehen, hast dir gedacht, da steckt mehr drin und dann Gut hast du abgegangen, nicht, ist aufgehört. abgegangen. Gut nicht. Ja. So eine positive Resonanz war jetzt nicht darauf. Aber Ja, egal. viele Leute haben es angeguckt. Ja, Ja. gut, haben die dann halt 100 Mal geguckt und dann noch 20 Mal drunter geschrieben, voll Scheiß und dann doch wieder geguckt. Aber ja, sie haben Ja, es das, geguckt. dann bis dahin das schon auswendig gekommen. Aber ich meine nur so, dass du aufgehört hast mit Anschaffen, so war gar nicht so lange, nachdem das Video rauskam, oder? Obwohl du ja eigentlich dir erst Nee. dachtest, ich mache das Video, ist gut fürs Geschäft. Ja, aber das Video kam raus. Einen Tag vorher habe ich noch gearbeitet im Bodenhaus. Ich weiß, 24. oder 26. Dezember, ja, Weihnachten war das. Heiligabend oder Weihnachten kam das Video raus. Und einen Tag darauf habe ich geguckt. Oh, ich habe so die Leute gefragt, meinte, ich krieg so 4.000, 5.000 Klicks. Ich gucke so 30.000 oder so. Ich so, mein Gott, ich habe 30.000. Und die Jungs meinten, ey, was, das sind 300.000. Ich so, was? Und das war's. An diesem ersten Tag waren schon Medienanfragen am allerersten Tag. Und das war ein Tag davor, vor Schwätzer war, waren meine letzten Kunden. An diesem Tag, wo das rausgekommen ist, weil das so groß war und Medien und hin und her und direkt sich gemeldet haben, habe ich gedacht, komm, wartest du mal kurz. Es ist nie wieder dazu gekommen, dass ich doch gesagt habe, komm, heute mache ich einen Tag wenigstens oder so. Du hast ja schon oft genug in Interviews gesagt, dass du es dir auch nicht mehr vorstellen kannst und dass das auf jeden Fall keine Option für dich ist. Also, Nein, das ist ne? vorbei. Jetzt Also wenn ein Video sind scheiße läuft, 3 Jahre raus, jetzt 3 Jahre mittlerweile. ändert man dann die Einstellung oder warum ist es dann so, wenn man 3 Jahre raus ist, dass man dann definitiv nicht mehr zurück will? Definitiv nicht zurück. Natürlich, wenn ich an diese ganzen Situationen denke, die mir passiert sind, na klar will ich nicht. Und natürlich, ich traue dem Geld hinterher. Keine Frage. Krass, dass für dich das Geld immer noch so überwogen hat und du Ist nicht mal so. überlegt Das hast, ist mein aufzuhören. Leben. Also wenn du Geld. sagst, du wurdest vergewaltigt, dies, das, das waren nicht nur Kleinigkeiten, das war ja nicht so, ja, es gibt coolere Jobs oder so, ne? Scheißegal, am nächsten Tag geht's weiter. Da hast du Camouflage dir geholt, wenn ein Typ mir in die Fresse gehauen hat und ich auf dem Boden lag im Puffzimmer und keine Chance mehr hatte, auf den Alarmknopf zu drücken, weil er entfernt war, habe ich mit meinem Bein nur den Schrank zugehalten, weil da mein Geld war. Egal, hau mir in die Fresse, aber lass mal mein Geld im Schrank, Junge. Du bist halt einfach nur selber noch krasser geworden dadurch wahrscheinlich, ne? Du hast ja auch schon erzählt, dass du irgendwann immer mehr Leute abgezogen hast und jetzt nicht, ne, Ja, so die auf. letzten Jahre habe ich ja nicht mal mehr gefickt. Also ich meine, da ging es ja wirklich nur noch auf Falle, nur noch auf Abzocke, nur noch auf, wenn ich auf dem Bett war, meine Freundin oder sie auf dem Bett war und ich in der Toilette, den Stuhl davor, bitte leg deine Sachen auf diesen Stuhl. Und währenddem sie am Gange war, ich angefangen habe da, wir haben, das ging nur noch darum. Es war schön. Kriegt man da nicht so mit dem Puffbesitzer irgendwann Stress, Nein. wenn alle Typen immer da Nicht. Filme schieben, weil sie beklaut wurden? Nein, nicht Frankfurter Rotlichtviertel und diese bekannten Laufhäuser. Als FKK-Frau
ist was anderes. Ich habe noch nie im FKK gearbeitet. Da muss man korrekt arbeiten. Ein, zweimal beschwert sich jemand, du bist raus. Ich habe in so Etablissement nicht nie gearbeitet. Ich war auf dem Straßenstrich, im Laufhaus, da bist du dein eigener Chef. Da machst du was willst. Du gibst den Leuten 150 Euro Miete an einen Tag und die Im machst, was Laufhaus hast du willst. dich ja eingemietet und da hast du ja in dem Sinne, Genau, der am ist ja nicht dein Chef. Straßenstrich, was du eh, wer hat dir da was zu sagen? Du machst da dein eigenes Ding. Ja, okay, ist was dran. Und noch was, was zu deiner Biografie gehört, was du auch schon öffentlich mal erzählt hast, ist, dass das dann irgendwann zum Beispiel mit Crack bei dir losging und solchen Sachen, was vielleicht auch wahrscheinlich ja auch eher so in der letzten Zeit gewesen war, wo du auch schon Leute abgezogen hast und sonst was, ne? Nee. Noch früher Das oder war was? meine Anfangszeit. Meine Anfangszeit war meine Crack-Zeit. Da war die Zeit, wo ich noch nicht so gespart habe und so, wo einfach ich nicht wusste, wohin mit dem Geld. Und eine Thailänderin in einem Puff hat gesagt, willst du mal probieren? Und vorher hat man schon mal eine Nase genommen oder so. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe einfach ein einziges Mal probiert. Und von diesem einen einzigen Mal war ich auch direkt abhängig. Also das war. Nicht erst körperlich, dass du danach irgendwie sonst was für Erscheinungen da so hattest, körperlich, ne? Nee, Sondern das war es war einfach danach so die geil, Zeit. dass du Die die. nach die Zeit war, dass ich mir Rückenschmerzen, ich geschwitzt habe und gezittert habe, wenn ich nichts bekommen habe. Das war die zweite, dritte Stufe. So, die Ja, ich erste meine, aber Stufe war nach dem ersten einfach Mal, das beim war so ersten geil, dass du Mal, dachtest, das mache ich nochmal. das war besser wie jeder Orgasmus, das war besser wie aufs Scheißhaus zu gehen. Das war einfach das bis heute für mich das beste Gefühl, was ich jemals erlebt habe. Ich habe auch bis heute noch so. Vor ein paar Monaten war ich auf der Reeperbahn und dann habe ich das gerochen. Ich so, Mädels, packt schon mal die Koffer, geht schon mal hoch. Und ich bin tatsächlich da stehen geblieben und habe geguckt, wo ist das? Wo ist derjenige? Wer raucht hier Crack, Alter? Ich bin stehen geblieben und die Mädels so, komm jetzt, wir müssen uns beeilen, unser Konzert. Ich so, ja, ich komm gleich. Also nur durch das Riechen bin ich wieder also nicht rückwärts, ich habe niemanden gesehen, aber wer weiß, wenn ich denjenigen gesehen habe. Ich habe Ja, zweimal das ging gerochen halt bis wieder so jetzt. in deinem Kopf wieder an, ne? Du hast die Erinnerung daran Ist und gleich wieder so. Bock so. Voll richtig heftig. Ich bin einmal ins Laufhaus gegangen, da war das auch. Und meine Freundin ist im ersten Stock, ich wollte sie besuchen. Da war ich schon Schwester Eva. Vor 2, 3 Jahren, keine Ahnung. Und ich bin ins Haus rein und ich habe das gerochen. Und sie so, komm rein, komm. Ich so, warte kurz. Ich bin bis zum sechsten Stock hoch gelaufen, in jeden Gang rein und habe nach dieser Crackpfeife gesucht. Obwohl ich bin schon zig Jahre davon weg. Aber wenn ich das, es ist sehr gefährlich, wenn du jetzt sagen würdest, wenn ich jetzt hier noch pennen würde heute bei dir und du würdest dir das anmachen. Ja, was? Ist so. Wie das so bei allem ist, wo man so süchtig ist, ob das jetzt Kippen sind Aber ich oder bin ja nicht Alkohol mehr oder süchtig. Crack. Ich bin schon Ja, Jahre weg. normal, du bist davon Und wenn runter, ich aber das du bist rieche, nie bin so ich 100 süchtig. weg. Weißt du, du Heftig. bist immer So 1, fix gefährlich 3 das wieder Zeug. dabei. So gefährlich das Zeug. Und man sollte es vielleicht besser nicht ausprobieren, weil es Ist nicht eventuell so. so geil ist, dass man dann von einmal auf fünfmal und dann hast du auch noch den körperlichen Schaden mit dabei so und dann kannst du gar nicht mehr aufhören. Wie kam es, dass du wieder runtergekommen bist? Ja, ich war vercrackt, ich war verjunkt, ich war, keine Ahnung, 44, 46 Kilo, voll Akne und dreckig und stinkend und einfach hässlich. Ich wollte, Gott sei Dank, das hatte ja einen guten Vorteil, dass ich halt so, Gott sei Dank, ich wollte kein Schwein mehr bumsen. Keiner wollte mehr dieser Crack-Hure Geld geben. Das hat mich erlöst, nicht, dass ich selber aufhören wollte, sondern ich hatte kein Geld mehr, um mir das zu kaufen, weil ich so ekelhaft war, so ein Bahnhofs-Junkie, das einfach kein Schwein mich mehr buchen wollte. Das hat mir vielleicht mein Leben gerettet, dass ich einfach dann doch so ein Crackhead war. Und weil dir das Geld dann doch noch wichtiger war, hast du dann halt eben, hast es dann auch auf die Kette gekriegt, aufzuhören. Wie hört man denn mit Crack auf? Da hört man doch nicht einfach so auf. Nee, ich sag ja, ich habe nicht gewollt aufgehört. Ich hatte keinen Cent. Ich hatte kein. Aber dann hast du ja, dann hast du aufgehört, dann kam ja wieder Geld rein, aber bis dahin Ja, hast du dann da auch war keinen ich Bock mehr, schon. dir was zu holen. Da war ich wahrscheinlich wirklich. Ich habe da, ich bin, ich habe wieder Komplimente bekommen. Hey, du siehst gut aus hinher und so. Und dann habe ich gemerkt, ah, ein paar Mädels haben mir gesagt vom Straßenstrich, boah, aber du warst letzte Zeit, boah, heftig. Wollten uns nicht mal mit dir unterhalten, wenn du gekommen bist, wir sind weggegangen und so. Und dann habe ich mir so, heftig, das hast du ja selber nicht gecheckt. Ich habe gedacht, alles ist super. Ich habe keine Probleme, alles geil. Hattest du eigentlich in der. Man hat ja normalerweise auch so ein Leben außer Arbeiten, ne? Gab es da bei dir noch ganz andere Sachen, die du in den Jahren hattest? Oder hat Nee, sich dein ganzes Leben eigentlich im alles nur Rotlichtmilieu da, abgespielt? alles hat sich nur darum gedreht.
Obwohl man ja eigentlich da doch auch ein bisschen Zeit hat mit dem Job, oder? Ich meine, du kannst ja du brauchst ja nicht jeden Tag 8 bis 10 Stunden zu Ja, arbeiten, aber um ich auf war deine mein Kohle zu eigener kommen. Zuhälter. Ich war so fleißig. Ich habe manchmal Doppelschichten gemacht, manchmal 2 Tage durchgearbeitet, weil ich, wenn ich schon am Einpennen war und ich habe gehört draußen, Kunden im Flur, einfach aufgemacht, ungeschminkt aufgemacht, hallo, weil ich wollte keinen verpassen. Ich wollte jeden mitnehmen. Ich war so selber so ehrgeizig, was das angeht. Und ich war so besessen von dem Geld. Ich habe mit Tür auf meine Zähne geputzt. Ich habe bei Tür aufgegessen, wie andere Mädels machen, die Tür zu machen, kurz 20 Minuten Pause. Niemals hätte ich da gekommen. Wenn ich gepinkelt habe, habe ich auch meinen Puff Tür aufgelassen. Ich war so, was das betrifft, so sehr fleißig. Mein eigener Zuhälter. Ich wollte kaum schlafen, ich wollte nur arbeiten. Du hast da mal gesagt, dass du wahrscheinlich aus der Zeit irgendwie einen Puffschaden hast. Was meintest du damit in Bezug auf Beziehungen mit Männern oder allgemein? Ja, Wo äußert auch sich das? alles, was Männer angeht, einfach. Alles, ob ein guter Freund, ob einfach nur ein netter Mann, der mir die Tür aufhält und ich am liebsten ihm dafür einen Beinhaken stellen will, weil ich nicht will, dass er mir die Tür aufhält, obwohl, hallo, dieser ältere, nette Mann möchte mir die Tür aufhalten, der ist freundlich, nette Geste, so, nee, möchte ich nicht haben. Ich kann mir niemand, wir sind mit Freunden unterwegs, mit Jungs oder mit Rappern, wir sind irgendwo, wir essen was. Ich muss das zahlen. Das geht nicht, dass mir irgendjemand was zahlt. Oder nicht mal 3 Burger bei Mc's ist. Ich komme damit nicht klar. Also ich habe da, das ist dieser Puffschein. Schade drum. Weil viele Leute sich denken, okay, aber jetzt hast du 3, 4 Mal bezahlt, können heute, dann würde ich meinen, geht nicht. Ich vertrauenssache mäßig, mein Freund, seit 10 Jahren denke ich, er betrügt mich jeden Tag. Es ist so, normal, wenn die Leute kommen mit Ehering, mit Kindersitz im Auto, das ist dieser Puffschein. Alles, was mit einem Mann zu tun hat. So, ihr seid alle in einer Schublade für mich, auch wenn vielleicht du es nicht bist. Für mich schon. Das ist dieser Puffschaden, der nicht, das meine ich ja nicht böse, es ist einfach der Schaden. Was ist denn ein Bild von Männern, was du hast? So, wenn du meinst, so für dich sind Männer alle gleich, ja wieder. Alle gleich, alle dreckig, alle scheiße, fertig, so, das war die Antwort. Wollen nur ficken oder Alles was? so, was ich gerade gesagt habe, das. Obwohl du selber das so hinterfragst und dir denkst, dass es Bullshit ist, aber du kriegst es halt auch nicht aus deinem Kopf raus, weil Nee, dich ich das denke, halt ich eben denke einfach, ihr seid alle geprägt. scheiße. Gibt's, ohne jetzt dazu sagen, dafür wäre es das wert gewesen oder sonst was, irgendwelche aus diesen extremen Geschichten, irgendwelche super schlauen Erkenntnisse über das Leben, die du daraus gezogen hast, wo du meinst, okay, ich habe da schon so ein paar Sachen gerafft, die andere Leute wahrscheinlich nicht raffen, mehr über Menschen gelernt oder sonst was? Was weiß ich, Menschenkenntnisse und so. Ja, ich habe sozusagen auch studiert, ne, das Leben. Ich kenne viele Menschen, die studiert haben und fast einen Doktortitel dabei sind. Hinterher, wenn ich mich mit denen über das Leben unterhalte, dann denke ich mir, oh mein Gott, wie naiv kann man durch die Welt laufen? Aber sonst, was weiß ich, keine Ahnung. Um mal ein Fazit zu diesem ganzen, oder so ein Ende für dieses Prostitutionsthema da zu finden. Findest du generell, dass es korrekt ist, dass es sowas gibt und dass das legal ist in Deutschland, oder Natürlich. findest du das nicht? Stell mal vor, es würde sowas nicht geben. Denn bitte, du, also diese ganzen perversen Sachen, die mit uns im Puff machen konnten, die meine Kolleginnen ausführen. Ja, spielst du mal heute meine kleine Tochter? Ja klar, besser spielt die Nutte die kleine Tochter, als wenn seine eigene kleine Tochter das machen muss. Wenn es dann dabei bleibt, hast du recht, ja. Ja, ist so. Ich denke, Vergewaltigungsrate und so wäre viel höher. Ganz Aber alles, klare was du Sache. über dein Leben gesagt hast, ist jetzt ja jetzt nicht so besonders cool gewesen. Also das war jetzt ja nicht diese Egal, aber Story aus dem Fernsehen von die wegen, ja, die Mädels Frau hat auch opfern Spaß. sich, die Mädels opfern sich dafür auf, einfach. Und ich finde es richtig, eine Frau, die schon Jahre da drin ist, die kannst du da eben, wie gesagt, Teufelskreise, die kannst du eh nicht richtig mehr da rausholen. Auch weil die es auch alle fast nicht wollen. Aber wenn es die Prostituierten nicht geben würde, dann wäre viel Rambazamba hier in Du meinst einfach, Deutschland die und bei allen. Alternative wäre noch schlimmer. Ja, So nach dem natürlich. Motto, besser im Puff gehen als eine vergewaltigen oder sonst was. Weißt du, wie viele Typen zu mir gekommen sind, Rollenspiele, Vergewaltigungsspiele, und ich das einfach mitmache, ich kriege mein Geld und ich habe das einfach mitgemacht. Und wenn er nicht mit seiner Mutter gehen kann, diese Vergewaltigungsrolle spielen kann, ja, wo lebt er sich denn aus? Natürlich auf der Straße. Daher finde ich es sogar eine dumme Frage. Was ist mit den Typen, die weder potenzielle Vergewaltiger sind noch Kinderficker?
und trotzdem im Puff gehen? Sollten die ein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich stattdessen nicht einen runterholen oder sich einfach mal eine Perle suchen? Oder findest du es legitim und korrekt? Ich finde es korrekt. Ich finde es korrekt, ja, was, wenn er draußen keine abkriegt und muss er sich die ganze Zeit selber machen und das Mädel im Puff nur auf ihn wartet, weil sie sonst ihre Miete nicht zahlen kann, dann geht zu ihr und gib ihr Geld. Okay. Schön zu hören. Dann sind wir an dem Ende von der Zeit angekommen. Mit Rap ging's los. Da müssen wir gar nicht so viel drüber sprechen. Xatar hat dich dazu gebracht. Du bist bei Alles oder Nichts gelandet. Und jetzt kommt Beim das große besten Label Album. in Deutschland. Mit Abstand dem besten Label in Deutschland. Eine Sache wollte ich noch zu Xatar fragen. Ich habe irgendwo gehört, und das macht gar keinen Sinn, vielleicht habe ich da Scheiße gehört, irgendwer hat irgendwie gemeinsam in London gewesen irgendwann und so. Ja, ich habe bei ihm gewohnt, wo er Musik studiert hat. Man sagt ja gar nicht Musik studiert. Was hat er da studiert? Musik für mich war das Musik. Musikwissenschaften vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man auch Musik etwas studiert hat er, machen, keine das ist. Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da habe ich bei ihm gewohnt und bin auch arbeiten gegangen in London. Wie lange warst du da? 2, 3 Monate. Das heißt, ihr kanntet euch auch schon eine lange Zeit, bevor er dann irgendwann im Bau gegangen ist und so weiter. Ja. Mit 18 habe ich jetzt, sind es 12 Jahre, werden bald 13 Jahre. Ich kenne ihn länger wie meinen eigenen Freund. Wie war es, ohne jetzt zu viel noch auf Musik anzugehen, wie war der Anfang mit Musik anzufangen? Du hast ja, glaube ich, sogar mal gesagt, du hast jetzt auch nicht so mega viel Musik gehört, du hast eigentlich gar kein Interesse. Wir haben Schwer. schon das schon gehört, wie du da reinkamst. Schwer, war schwer. War alles schwer. Texte schreiben war schwer. Okay, Taktgefühl und auf dem Beat kam ich immer direkt klar, Gott sei Dank, da hatte ich Talent. Den Flow richtig zu finden, ich hatte vorher klein wenig, wo ich es ganz alleine gemacht habe und die Le Jungs was gezeigt habe, die so, oh, was ist das? War schwer, aber jetzt geht gut. Dann zuletzt noch Zukunftsausblick mäßig. Jetzt wirst du erstmal checken, was mit Rap geht. Ne? Da bist du auch immer so hin Mein und her Album gerissen. kommt, ich werde ein Star, dann fix sie alle. Und die Alternative ist, du hast zusammen mit deinem Freund eine Bar und in der Richtung kann man auch weiter was machen. Eins von beiden. Und ansonsten Familie, Haus, 2 Auto, 3 Golden Retrievers, irgendwann Ja, Enkelkinder, was will alt und glücklich werden. ich? Ja, richtig. Korrekt. Viel Erfolg dabei. Danke. Danke. Wir sehen uns bald auf Hip-Hop Day. Ciao.